Lieben, herzlich willkommen im Studio Self Inspiration Kids Club. Ich bin's Kati und ich habe hier heute die Romy da von Playmobil Snacks Topmodel, die Freundin von Raoul. Und die hat ein schönes pinkes Kleid an. Aber ich finde, das sieht ein bisschen langweilig aus, dieses pinke Kleid. Deswegen werde ich das mit meinen Permanentmarkern ein bisschen gestalten und bemalen. Ihr könnt mit dabei sein, also das sind einfach Permanentmarker. Die kann man nicht einfach wieder abwaschen. Aber wenn man wirklich richtig dran geht mit Wasser und Seife und ein bisschen drüber reibt, dann kriegt man das schon irgendwie wieder ab. Aber so ein bisschen Wasser dran kommt, passiert erstmal gar nichts. Die habe ich in verschiedenen Farben. Und ja, da werde ich jetzt mal schauen, wie ich das Kleid schön gestalten kann. Als erstes werde ich einmal Romy dieses Kleid ausziehen. Dann kann ich es bestimmt besser auf den Tisch legen und anmalen. Die ist ja zum Glück drunter noch mit einem Badeanzug angezogen. So kann die jetzt einfach einmal kurz warten, unsere Romy. Und das Kleid, das lege ich hier auf den Tisch. Zücke mir meine Stifte und mal ein tolles Muster da drauf. Als erstes male ich kleine Sternchen. Dafür durchkreuze ich einfach so kleine Linien. Und diese Sterne, die verlaufen hier von oben einmal nach unten. So sieht das Kleid mittlerweile aus. Ich habe hier oben blau, dann ein bisschen schwarz und auf der einen Seite ganz viele Muster, kleine Sternchen, Herzchen und ein paar kleine Linien. Und jetzt hatte ich noch die Idee, ich habe so kleine Perlensticker, also die sind auch so dreidimensional. Und da werde ich noch ein paar mit draufkleben, vielleicht auch gerade so mit in das Muster rein, um das noch ein bisschen abzuheben. Vielleicht hier oben ein paar schöne, vielleicht da sogar eine etwas größere Perle. Und ich hoffe, dass das Kleid dann richtig, richtig toll aussieht. Eine größere Perle dann hier vorne. Und schon ist das Kleid fertig. Ich finde, das wird ja richtig interessant dadurch. Statt dem schlichten rosanen Kleid hier dann Muster und ein paar schöne Perlen. Ich werde das Kleid jetzt mal Romy anziehen und dann schauen wir mal, wie das aussieht. Wow, also ich finde das richtig schick. Ihr seht, so einfach kann man ein schlichtes Kleid umgestalten mit ein paar Stiften, mit ein paar Stickern. Wie findet ihr das Kleid? Gerne unten in die Kommentare schreiben. Gerne einen Daumen nach oben da lassen, wenn es euch gefallen hat. Schaut natürlich auch unsere anderen Videos. Ich habe auch letztens schon ein Video gedreht, wie man eine Playmobil-Figur so umgestalten kann, dass sie schwanger aussieht. Also da gerne auch nochmal reinschauen. Gerne etwas unten in die Kommentare schreiben. Und wenn ihr unseren Kanal noch nicht abonniert habt, lasst uns ein Abo da, klickt auf die kleine Glocke neben dem Abonnieren-Button, um kein Video von uns zu verpassen. Und schaut natürlich gerne auf unserer kostenlosen App vorbei. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!